911 wird Konrad zum König in Ostfranken. Für ihn sprach vor allem auch, dass seine Familie seit einem Jahrhundert bereits führend im Reich war. Er führte nun den Königstitel, während sich im Westreich Karl Rex Francorum nannte. Noch dazu hatten im Osten die Herzöge von Schwaben und Bayern den Anspruch auf Ebenbürtigkeit, so musste sich Konrad auf Franken beschränken. Konrad kam weder mit den inneren Schwierigkeiten zurecht, noch konnte er gegen die Ungarn etwas ausrichten. Allerdings hatte er am Sterbebett seinen Nachfolger designiert. Nach dem Tod Konrads war es dessen Bruder Eberhard, der Heinrich von Sachsen aus der Familie der Dulli-Dollfinger 919 zum König ausrief. Franken und Sachsen akklamierten dem neuen Herrscher. Alemannen und Bayern waren bei der Wahl ferngeblieben. Die Bayern erhoben sogar ihren Herzog Arnulf zum König. Eine Salbung lehnte Heinrich daher ab, denn er musste zuerst sein Verhältnis zu den Herzögen ordnen. Es war klar, dass die Herzogtümer als Zwischengewalt nicht mehr ausschaltbar waren. Mit Heinrich als König ging die Führungsrolle der Franken auf die Sachsen über. Damit war aber auch die volle Gleichberechtigung der Stämme hergestellt. Eine erste Aktion richtete sich bereits 919 gegen Herzog Burkhard von Schwaben, der schwächer war als Bayern. Mit Arnulf von Bayern konnte 921 ein Ausgleich erzielt werden. Die Verträge mit den süddeutschen Herzögen sicherten ihnen großen Handlungsspielraum zu, vor allem in Bezug auf die Kirchenhoheit in ihren Provinzen. Als 929 Burkhard von Schwaben starb, griff König Heinrich ein und ernannte den Konradiner Hermann zum Herzog. Die Konradiner waren eine hochadelige Familie, der auch Konrad I. angehörte. Sie waren im Besitz von Franken und Thüringen. Hermann war für die Nachfolge in Schwaben deshalb geweignet, weil er die Herzogswitwe Reginlind ehelichte. Nicht beteiligt war an dieser Herzogserhebung der Adel. Gleichzeitig aber zog der König die Verfügungsgewalt über die Reichskirchen in Schwaben an sich. König Heinrich betonte also bei der ersten Gelegenheit den Amtscharakter des Herzogtums. Umgekehrt konnten sich die Herzöge eine königliche Aura zulegen, denn sie waren königlich legitimiert. Das drückt sich auch in der Hofhaltung an alten Königspfalzen aus oder am Prägen eigener Münzen. Mit dieser wechselseitigen Anerkennung verbunden waren auch wechselseitige Verpflichtungen.